Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch ja gesagt, wir können mit dem Panasonic Slow Juicer auch Frozen Joghurt oder Sorbets machen, weil da ist noch dieser Einsatz hier dabei. Den setzt man dann einfach ein. Und wir schauen jetzt einfach mal, hier ist auch wieder dieses kleine Dreieck dran. Kann man das sehen? Hier vorne, womit man es ausrichtet. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob das klappt. So, einmal das rein. Einmal die Schnecke rein. Wieder, bis man es nicht weiter drehen kann. Das machen wir mal auf. Was braucht ihr noch? Also entweder gefrorene Früchte, die ihr antauen lasst, so 10, 15 Minuten. Sie müssten so ein bisschen weicher schon sein. Probieren es einfach. Dann packt, ihr könnt auch frische Früchte anfrieren. Dann geht's auch. Dann packen wir einfach 4 Löffel Joghurt mit rein. Oder mal ein Becherchen Joghurt halt einfach, zu gucken, ob das Ganze klappt. Das Ganze vermengen wir. Besser ohne Schweinerei zu machen. So. Dann bauen wir noch den Rest zusammen. Also das Teil auch wieder oben drauf ausrichten. Dann haben wir hier noch irgendwas falsch bestimmt, wenn es nicht will. Jetzt geht's. Ja, und dann füllen wir das Ganze, machen wir die Maschine an. Und füllen das Ganze oben rein und schauen mal, was unten rauskommt. Wie ihr seht, es funktioniert. Ich kann es auch noch ein bisschen mehr antauen lassen. Das ist natürlich mehr Schweinerei als oben Obst reinschmeißen. Muss man sich im Klaren drüber sein. Aber es klappt ganz gut. Gerade für den Sommer eine schöne Erfrischung. Das könnt ihr natürlich auch ohne Joghurt machen. Dann habt ihr halt nur ein Sorbet. Und ja, natürlich auch ein bisschen mehr zum sauber machen am Ende. Ihr könnt das natürlich mit allen Früchten machen, die ihr mögt. So. Und schon haben wir leckeren Frozen Joghurt. Das ist ja mal geil. Könnt mit Vanillejoghurt oder sonst was machen. Mal gucken, wie das Ganze schmeckt. Schmeckt leider geil. Könnt ihr noch Chiasamen drunter tun oder Honig und habt das gesündeste selbstgemachte Frozen Joghurt Eis. So, hoffe, das kleine Ding hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.